Jetzt schaut euch mal dieses Wetter an. Das kann es ja nicht sein. Wir wollen die Sonne. Mit dem Autozug reisen wir als erstes von Kandersteg nach Goppenstein im Kanton Wallis. Vielleicht ist das Wetter dort besser. Die Fahrt mit dem Zug dauert 20 Minuten und kostet ca. 30 Euro. Im Wallis ist das Wetter nicht viel besser. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr schlimmer, dann siehe dieses. Auf dem Simplon Pass fahren wir in die Schneewolken rein. Das kann's ja nicht sein. Also weiter Richtung Süden. In Gondor passieren wir die Grenze zu Italien. Siehe da, das Wetter wird tatsächlich besser. Ihr bereitet uns noch eine kleine Stärkung zu, ein feines Chili con Carne, und wir beschließen nochmals 1,5 Stunden weiterzufahren. Wohin? Seht selber. Morgen aus dem Piemont. Wir haben tatsächlich die Sonne gefunden. Geschlafen haben wir auf dem Stellplatz im Dörfchen Neive, nahe Alba. Genau dieses malerische Dörfchen wollen wir nun noch besichtigen gehen. Aber weiter. Es ist Samstag und immer Samstag ist in Alba Markt. Immer wenn du denkst, es wird nicht noch besser, dann triffst du noch ganz liebe Freunde. Wir haben ein herrliches Apero miteinander genossen. Angekommen an unserem nächsten Übernachtungsplatz, dem Agriturismo La Trava in Mango. Maria, die Inhaberin des Weingutes, bietet uns noch eine feine Weindegustation an.
Die Übernachtung hier kostet 14 Euro, aber es wird noch erwartet, dass ein bisschen Wein eingekauft wird. Das nächste Dorf, Barbaresco, wird angesteuert. Wir wollen dort auf den Torre di Barbaresco und die wunderbare Aussicht genießen. Nun stehen wir wieder auf dem Simplon Pass und lassen drei wunderbare Tage im Piemont Revue passieren. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder lasst doch gleich ein Abo da. Sippi und Tour sagen Tschüss.